Leider ist nur eine Karte heute neu. Servus, ich bin Schöcke und heiße dich herzlich willkommen zu den Map News. Spielt der Bauer Abendskarten, muss die Bäuerin halt warten. Dafür gibt es jede Menge Updates zu begutachten. Mal schauen, was sich geändert hat. Die Download-Links aller Karten und die Timestamps sind natürlich in der Beschreibung. Abonniere den Kanal, um keine Karte zu verpassen. Willkommen auf der ersten Karte und leider auch einzigen neuen Karte heute, nämlich der Bezura von Parallax 20 und Unbeliever Board. Natürlich Version 1 und sie ist für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Oh, das gefällt mir. Ich glaube, das ist von woanders her. Schaut aber gut aus. So, bevor wir aber fliegen gehen und sich alles noch besser und genauer anschauen, sind die Felder schön aufgeteilt, muss ich ehrlich zugestehen. Und ja, einmal das Äußere extra, aber ich glaube nicht zu bewirtschaften. Sehe ich mir aber sicherheitshalber noch an. Gut, dann eine Karte mit polnischer Atmosphäre, 5 Bauernhöfe sollte es geben. Und diese Bauernhöfe sind alle schon im Besitz. Nämlich, hier gibt es eine Schweine, Kuh, Schaf, Pferde und Hühner. Wow. So, hier sind über 51 Felder, 15 Wiesen, Biogasanlage, Verkaufsstellen, Sägewerk. Und die Umgebung ist inspiriert durch das echte Leben. Ja, schaut auf jeden Fall einmal richtig gut aus. Dann, was haben wir denn da? Da haben wir dann Pferdträge. Stahlfahrzeuge. Wunderschön. Verkaufsstellen sind auch alle da. Wunderbar. Sie ist auch Seasons Ready. Und natürlich gibt es auch eine Kalkstation. Auto- und Fußgängerverkehr und auch Wasserquellen. So, wie sieht das Ganze dann oben aus? Eines würde ich schauen. Ja, das ist hier. Ja, da geht es nicht drüber. Aber ja, das Ganze schaut auf jeden Fall, muss ich ehrlich gestehen, nicht einmal so schlecht aus. Auf jeden Fall. Für Helfer ist nur ein Teil geeignet. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und natürlich ist alles schön aufgeteilt, würde ich sagen. Da haben wir die BGA. Das schaut auch nicht schlecht aus. Okay. Also eine meiner Sicht aus sehr schöne Karte, auch interessante Karte für da haben wir noch was. Ah, sehr schön. So, für Forstliebhaber haben wir da auch was. Ja, ein bisschen was. Ein bisschen was gibt es für die auch zu tun. Schaut sich gut aus. Auf jeden Fall ist sie nicht eben. Und ehrlich gesagt, finde ich das Ganze hier wirklich wirklich wunderbar. So, das ist eine Kampfstelle, Workshop. So, scharfe Pferde. Sägewerk. So, Sägewerk, alles zum Verkaufen. Auf jeden Fall gibt es hier jede Menge Laubbäume, beziehungsweise auch neue Bäume, beziehungsweise gemodderte Bäume, aber ich glaube nicht, dass die von Haus aus so in dieser Farbe sind, die Eichen. Ich glaube, die wurden verändert, aber schaut nicht schlecht aus. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert und macht sicher auch sehr viel Spaß. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Wir sind jetzt auf der Bredo in der Version 1.1 von Tilo LP. Diese Karte ist für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Als erstes muss man sagen, es ist kein neues Safe Game notwendig. Und das, finde ich, ist eine gute Sache. Weiters haben wir einmal Multifruit, zumindest Roggen und Hopfen. Ist auch was Gutes. Diese Karte ist jetzt Seasons Ready, Strohbergungs Addon Ready, Precision Farming Ready, Manure System Ready. Und das Gras wächst nun auch beim Einzeichnen nach. Gut, dann Silo Field Types wurden verbessert. Auf jeden Fall hat man jede Menge zu tun mit den Verträgen. Stadtverzweige, das fahre ich kurz durch. Es gibt auch Waldflächen, so wie ich sehe, Bauplätze für die diversen Höfe. So, weiters. Die Spawnfläche am Shop wurde vergrößert, weil nämlich auch manche Missionen nicht funktioniert haben. Dann die schwebenden Bäume wurden entfernt. Und man hat so ziemlich viel am Anfang für Stadtfahrzeuge. Und wie man sieht, haben die Bastliebhaber auch viel zu tun dabei auf dieser Karte. Ja, weiters geht. Die Laterne an der Hofeinfahrt wurden versetzt. Dann die Korrosion der Halle für bessere Performance wurde verbessert. Ein schönes Dorf haben wir hier. Diese Karte ist ist nicht schlecht. Und das war's dann auch schon. Gut, das heißt, wir kommen von dieser Karte mit großen, sehr großen und kleinen Feldern, schönen Feldern, zur nächsten. Willkommen auf der Flachland-Map Hollandsche Veld. Diese holländische Karte, beziehungsweise niederländische, ist nur für PC und Mac von Dutch Field Maps in der Version 1.1.2. Und es hat sich auf dieser Karte, die auch unter anderem Seasons Ready ist und auch Schneemissionen hat, Folgendes verändert: Die Geschwindigkeit des Verkehrs wurde erhöht. So, Stadtfahrzeuge, Verträge, Verkaufsstellen, alles. Da kein Multifruit leider. Aber jede Menge Stadtfahrzeuge. So, weiters wurden weitere Bodentexturen hinzugefügt. Bäume wurden erhöht. Precision Farming DLC ready mit einer Custom Bodenkarte. Kleinigkeiten wurden auch gefixt und es wird ein neues Safe Game für diese Karte empfohlen. So, was haben wir sonst? Natürlich richtig, aber gut. Das soll einem jetzt nicht stören. So, das ist alles, was man hat. Ja, dann haben wir auf dem Hof Kühe und Schafe. Wunderbar. Dann auf jeden Fall mal Sägewerk von der Standardkarte. Ist jetzt nicht so schlecht, würde ich mal sagen. So, BGA haben wir da. Mit jede Menge Erweiterungsmöglichkeiten. Zwei Fahrsilos von der Standardkarte, genauso wie die BGA selber. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Jede Menge Bäume sind vorhanden, dass einem auf dieser Karte nicht langweilig wird. So, und weiter geht's. So, meine Freunde, die Was Nice von Barzon 3 ist da in der Version 1.0.0.1 und sie ist für PC, Mac, PS4 und Xbox One. So, eine mittlere Karte, schaut so ziemlich schön aus, obwohl es so ziemlich viele rechteckige Felder gibt. Wir haben mal Multifruit, nämlich Roggen und Triticale. Dann Verträge,
Komplettfahrzeuge verkaufsstellen. Alles Wichtige ist da. So, diese Karte mit 112 Feldern hat folgende Veränderung bekommen. Unter anderem ist sie auch Precision Farming Ready und Seasons Ready. Gut, folgendes wurde verändert. Nämlich, man hat Mais Plus jetzt, das Glühsystem. Eine zweite Farm wurde hinzugefügt. 8 neue Terrain-Farbtexturen gibt es auch. Alle Erntetexturen wurden geändert, Feldtexturen wurden geändert. Die Option, Hafer in beiden Geschäften zu verkaufen, wurde hinzugefügt. So. Einmal raus hier. Und ich suche mal die zweite Farm. Das sieht nach der zweiten Farm aus. Oder? Yep. Eine kleine zweite Farm. So, weiters wurde die erste Farm unter anderem auch modifiziert. Neue Felsfrüchte, Roggen und Radikale habe ich schon vorgestellt. Dann einige Felder wurden korrigiert. Die Verkehrsleistung wurde verbessert. Kann ich jetzt weiter? Ah, okay. So, die gekauften Maschinen im Laden wurden umgezogen, sozusagen auf einen anderen Platz verschoben, sozusagen. Der Agromesh-Pflug ist bereits auf dem Hof. Gut. Bäume und Balken wurden repariert. So. Wie gesagt, eine mittlere Karte, die was aber nicht eben ist. Und sie hat sicher viel Spaß zu bieten. Aber gut, weiter geht's. So, willkommen wieder einmal auf der Almoster Farm. Die Almoster Farm in der Version 1.2 hat einen neuen Download-Link auf Verbindmods bekommen. Natürlich ist das Ganze unten verlinkt. Weiters wurden in der Version 1.2, übrigens die Karte ist von Jazz64, einige Dinge hinzugefügt, nämlich neue Pflanzen. Da haben wir Hirse, Sorghum, Senf, Kaffee, Reis, Roggen, Hackfrüchte sind Karotten, Tomaten und Zwiebeln. Und somit habe ich gleich alle aufgesagt. Dann Pferdwege gibt es, Stadtfahrzeuge. Und schauen wir mal das Ganze an, was wir haben. Weiters wurden der Inhalt von Silos mit mehreren Früchten wurde auch korrigiert. Und das war's mit den Änderungen. Mehr gibt es leider nicht zu sagen. Man hat auf jeden Fall schon Schafe, Kühe, Hühner, alles schon da. Auf dieser recht angenehmen und vor allem auch interessanten Karte. Gut, und jetzt eine Karte kommt noch. Und die letzte Karte heute ist wieder einmal die Capster Fronts Final V3, aber diesmal die richtige von Cocorico Modding. Man hat einmal Muddlefruit, da haben wir mal, das sollte glaube ich Gläsern, Luzerne, Roggen, Karotten, Zwiebeln, Tritikale, Spelt, Mille, Luzerne, ja, ein paar habe ich leider wieder nicht übersetzt. Bitte verzeiht's mir. Aber diese Karte ist, wie gesagt, jetzt in der finalen Version. Es hat vor ein paar Tagen ein paar Probleme gegeben auf diversen Seiten.
dass diese Karte einmal V3, dann V4 und ja, es gab halt ein paar Probleme damit. Aber das sollte die letzte Karte sein. So, Beträge haben wir da, dann Verkaufsstellen sind da. Natürlich muss man diese Karte auch entpacken und das ist ein kleines Problem, aber man kann durchfahren, also nicht so schlimm. So, Kiss mit Wasser. So, dann wurden natürlich auch einige Fehler behoben und da fährt schon wieder der Mähdrescher, der mir das letzte Mal so gefallen hat. Wetters Apfelzerkleinerer ist für das funktionale Apfelweinhaus. Das Apfelweinhaus ist in 4 Etappen aufgeteilt. In einer Flasche oder einem Fass kann man das Ganze abfüllen. Viel Spaß wünscht der Mapper auch noch. Und genauso wünsche ich euch auch noch viel Spaß bei den heutigen Karten, je nachdem welche euch gefallen hat. Ich bedanke mich außerdem für das Zuschauen und dabei sein. Wir sehen uns natürlich wieder mal in 2 Tagen vor dem Wochenende bzw. Samstag in der Früh. Bis dahin wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao.